Amphitryon ist der Feldherr der Thebaner, war lange im Krieg, über 5 Monate und hat eine ganz bedeutende Schlacht eben gerade gewonnen, seinen Hauptgegner Labdakus erstochen und ihm eine Kette geraubt, die er seiner Frau mitbringen wird am nächsten Tag. Und er taucht dort auf und erfährt, dass er anscheinend schon da war, nachts. Das stürzt ihn in eine ganze Menge Verwirrung. Natürlich, weil seine Frau, die Alkmene, die Kette bereits hat, die er aber natürlich in einem versiegelten Behältnis mitgenommen hat. Daraus ergeben sich abstruse, komische, traurige, groteske und irrwitzige Situationen. Und wer weiß, ob es die Götter überhaupt gibt und wer weiß, ob Jupiter nicht doch irgendwie auch Amphitryon ist. Man kann sagen, es geht um Trauma, es geht um Ich-Verlust, es geht aber auch um die Suche, wie viel Ich Ichs man sein kann. Wer sind wir überhaupt? Woran macht sich das fest? Welcher Anteil gehört wohin? Etwas stimmt nicht und man kommt nach Hause und das Zuhause ist nicht mehr da und man weiß nicht, wo das Zuhause ist. Was für verschiedene Charakterzüge gibt es in mir, die sich wie einschalten, wenn eine Chaos-Situation entsteht, die einen bedroht oder die einen verwirrt oder unsicher macht? Wenn Gewissheiten nicht mehr gewiss sind und sich Türen plötzlich woanders befinden, als sie vorher waren. Und man auf die Erfahrungen, nach Hause zu kommen, nicht so zurückgreifen kann, wie man sie gespeichert hat, sondern scheinbar andere Wege ins Haus und nach Hause führen. Wir kennen das ja alle und uns so ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, dass wir auch Momente in uns haben, wo wir uns großartig fühlen und toll und stark. Und dann wieder viele Momente, wo wir uns klein und überflüssig und nicht gesehen und ängstlich sind. Leist ist ja ein großer Stolperer und Hinfaller und guckt zwischen den Sicherheiten und zwischen den sogenannten Wahrheiten in die Seelen der Menschen. Man darf nicht vergessen, dass Kleist selber Kindersoldat war und wahrscheinlich selber ein Kriegstrauma erlebt hat in seinem ganz frühen Leben. Und dieses Thema der Gespaltenheit, dieses Thema der Unsicherheit, wer bin ich, wer ist dieses Ich überhaupt? Wenn man andere Leute fragt, wer bin ich? Und darauf kommt gar keine wirkliche Antwort, weil es auch niemand mehr weiß. Irgendwann sind alle so verwirrt und so verzweifelt, dass niemand mehr an irgendwas festhalten kann, weil niemand mehr weiß, wer ist. Sowohl das Publikum ist Zeuge, wie aber auch die anderen Figuren im Stück sind Zeuge des Vorgangs, dass anscheinend zwei Amphitryonen existieren, wie Kleist es nennt. Und das ist natürlich herausfordernd, also was für ein Alien wohnt in einem und wie geht man mit diesem Alien um und wie versucht man es umzubringen? Und das machen wir ja ganz bewusst auch mit den Zuschauern. Also es ist keine abgeschlossene Vorstellung und es soll eigentlich schon ein gemeinsamer Denkraum auch entstehen. Aber das war schon eine spezielle Probenzeit, natürlich wegen der ganzen Corona-Situation, nicht nur wegen diesem Abstand halten, sondern das ist schon ganz schön fordernd, in was für einen Wahnsinn die Figuren wir uns gegenseitig treiben, schubsen, uns reinwühlen. Also die Schauspielerinnen gehen schon oft in den roten Bereich in der Vorstellung und spielen auch sehr körperlich, verlieren auch oft die Kontrolle oder wir probieren das so weit zu treiben, dass sie auch die Kontrolle verlieren können oder sich das zutrauen. Und einfach auszuprobieren, was auch immer einem in den Sinn kommt und so auf die eigenen Sinne so zu vertrauen, das ist bei Stefan schon sehr besonders, finde ich, wie frei man werden kann, wenn man auf seine Welle mit aufsteigt. Lustspiel trifft es ganz gut, aber auch persönlich gemeint. Wir haben alle so eine Lust oder davon ist diese Arbeit so geprägt. Wenn man da beim Spielen in der Arbeit was erreicht, was diesen Zustand, dieses Suchen, die Lösung suchen danach greifbar macht, dann ist das für jeden immer interessant. Das ist unser Wunsch, diese Lust so weiterzugeben und diese Energie und ja. Das hoffe ich. Ich hoffe, dass die Leute dass sie Spaß haben. Ich finde, Theater darf eines nicht. Es darf auf gar keinen Fall langweilig sein. Und ich glaube nicht, dass wir langweilig sind. Ich glaube, es wird spannend. Wirklich.